Hallo, ich heiße mich willkommen im Namen von meinem Selbst, das ich leider nicht finden kann, aber trotzdem. Ich kann keinem zeigen, dass er oder sie nicht getrennt ist vom Ganzen. Denn ich kann es mir selber nicht zeigen. Das Einzige, was mich trennt vom Ganzen, was ist das? Ich lese mal nach. Das Einzige, was mich vom Ganzen zu trennen scheint, das ist dieses Selbstbewusstsein mit der gedanklichen Vorstellung, dass ich ein individuelles Einzelwesen bin, das ich in der Welt darstellen muss und um sein Überleben kämpfen darf. Dass ich eine Maske trage, das ist die Person. Doch das bin ich nicht, sagt er. Nun, find einmal den Gedanken, der sich vom Ganzen trennt. Was ist es? Du bist du selber, du bist du selber. Du hast dich in den Gedanken verliebt, dass du existierst. Als etwas, als jemand, hast du dich verliebt. Nun, es ist dein Schätzchen, du bist dein Schatz. Mein Schatz, ich will ihn nicht verlieren, mein Schatz, da bin ich. Wie leidvoll ist das denn? Weil ich habe Angst, meinen Schatz zu verlieren, meinen Schatz zu verlieren, meinen Schatz zu verlieren. Denn die Vergänglichkeit und der Zahn der Zeit blickt mir tief in meine nicht vorhandene Seele. Ich kann dir nicht zeigen, dass du nicht getrennt bist vom Ganzen. Denn ich kann es mir selber nicht zeigen, dass ich nicht getrennt bin vom Ganzen. Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und das Einzige, was mich trennen tut vom Ganzen, das ist dieses beschissene Selbstbewusstsein, das ich mir gedanklich ganz tief eingeprägt habe, dass ich wer bin, dass ich ein individuelles Wesen bin mit individuellen Fähigkeiten, dass ich keine Maske trage, das ist die Person, ja, dass ich überleben muss, ja, ich hab mich verliebt in den Gedanken von mir selbst. Das ist nun mein Schatz geworden und den Schatz muss ich verteidigen. Das ist ein Krieg, das ist ein Kampf, das ist die Hölle auf Erden. Doch manchmal ist es auch der Paradies, sag ich mir, wenn ich einen Orgasmus habe zum Beispiel. Oder wenn ich mir was gekauft habe, was mir dann gefällt, dann habe ich mir was Gutes getan. Oder wenn ich was Gutes gegessen habe oder wenn ich in der Sonne liege und dann nichts Schlimmes denken muss. Dann ist es auf einmal gut. Doch, oh, dann drückt der Stuhl wieder. Wenn ich mich in bedrohter Gefahr fühle, wenn ich mich in Gefahr fühle, wenn ich die Gefahr verspüre, dass mein Schätzchen, das ja ich bin, vergänglich sein könnte. Was für eine Einbildungskraft habe ich mir da nur aufgebeugt. I can't help myself. Ich kann mir selbst nicht helfen. So trickreich habe ich mich verarscht. Ich kann mir selbst nicht helfen, denn ich bin nicht zwei. Ich kann mir selbst nicht helfen, denn ich bin nicht zwei. Ich bin nicht zwei. Ich kann mir selbst nicht helfen. Ich kann mich nicht von mir selbst trennen und dann zu mir sagen, hey du, ich kann dir helfen, wieder eins zu sein. Mein Schatz. Ich hätte dich nicht mehr.
mein Schatz. Notfalls gehe ich in den Tod, bevor ich dich hergebe. Denn ohne dich bin ich nicht mehr, bin ich niemand mehr. Ohne meinen Schatz bin ich keiner mehr. Und keiner will niemand sein. Du bist zwar auch als jemand allein, aber als keiner, da wird's noch viel schlimmer sein. Das rede ich mir ganz dringlich ein. Und wenn's so arg drückt und schmerzt und das so weh tut, dann will ich doch auch manchmal sterben. Doch ich kann nicht. Denn ich bin ja das. Das, was nie weggeht, zumindest in der Essenz, sag ich mal. Und der sterben will, der hat die Strategie, dass er, indem er sterben will, überleben kann. Ich im Leiden und ich sterbe im Leiden und ich sehe, dass es keinen Ausweg gibt, weil wenn ich mich jetzt selbst umbringen würde, da gibt es ja nicht die Garantie, dass ich dann meine Ruhe habe oder dass ich dann nicht mehr da bin und mich nicht mehr stören würde, weil es kann auch sein, schwuppdiepen geht auf einmal wieder weiter, neuer Körper, neuer Geist, neue Identität, dieselben Themen kreisen sich wieder um mich und ich bin wieder ich-zentriert, fokussiert, ich bin immer nur an dem interessiert, an dem, was ich für mich halte, also volle Egomanie, und dann geht das Leiden wieder weiter, weil es ja einen gibt, der es hören kann. Und solange es den noch gibt, dieses scheinbare Zentrum eines Besitzers, der Besitzerknoten, der das alles auf sich nimmt, die Last des Lebens, deshalb solange sage ich einfach, lebe im Leiden und sterbe im Leiden, lebe im Leiden und sterbe leidvoll, lebe leidvoll und sterbe leidvoll. Aber vergiss nicht dabei, das alles zu genießen, weil für dich wird's keiner genießen. Da wird keiner kommen, der es dann für dich genießt. Also, ich wünsch dir die Fähigkeit, ich wünsch mir die Fähigkeit, das Leiden zu genießen, Leiden zu genießen, 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 Leiden genießen. Mann, komm ich mir vor wie der Volldepp, aber das macht ja nichts. Ich spreche ja nur mit mir selbst Dinge, jo. Da darf ich so blöd sein, wie auch immer. Hast du das kapiert? Musst du gar nicht, das muss ich nicht kapieren. La 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 la. Lebe im Leiden und sterbe im Leiden, du kannst es nicht vermeiden, kein Ausweg, kein